Ja, es ist mal wieder so ein bescheuerter Tag, wo man sich eigentlich fragt und schaut, wir haben eigentlich den 20. Mai, nicht den 1. April. Aber wie kommen denn diese ganzen schwachmatigen Ideen eigentlich auf die Tagesordnung? Und dann merkt man wieder, das ist wieder so ein Abendbrot-Thema, was ich mir genommen habe mit natürlich hier dem hübschen Zitronenteegetränk. Und ist auch wieder mal so ein Thema, wo man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann. Es geht zum einen um das, was gestern Abend eigentlich schon und in der Nacht schon sich angekündigt hat. Google entzieht Huawei den Support für Play Store und Play Services. Also im Grunde genommen, wie es jetzt auch teilweise heißt, die Android-Lizenz, was auch immer das irgendwie sein mag. Auf jeden Fall die Google-Lizenz für Android oder sowas. Die Google Play Services-Lizenz für Android oder so. Mit anderen Worten, Trump hat Huawei auf eine schwarze Liste gepackt und nun müssen die ganzen Technologiefirmen in den USA eben dafür sorgen, dass die Firmen, die auf dieser schwarzen Liste sind, dass sie mit denen halt irgendwie nicht direkt ja, kooperieren oder arbeiten dürfen, ohne irgendwie eine Bestätigung der Regierung zu bekommen. Das kennen wir ja ähnlich hier in Deutschland mit Waffenexporten. Die müssen genehmigt werden. Und in etwa so hat sich die USA vorgestellt, müsste man jetzt auch Huawei dann behandeln. Die müssen also genehmigt werden, diese Vereinbarungen und diese Arbeiten. Das hat jetzt dazu geführt, dass viele Tech-Journalisten komplett aus dem Häuschen waren und ich glaube, die Bild hat schon gesagt, Android ist bei Huawei tot und andere reden davon, Huawei ist jetzt tot. Aber wir müssen uns mal ganz genau anschauen, worum es dabei überhaupt geht. Und wenn wir das ganz genau machen, ist wie gesagt nur die Genehmigungspflichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Google und Huawei das, was neu hinzugekommen ist. Das heißt, das Alte, wo Google direkt mit Huawei verhandelt hat, weil es zwei Firmen sind und ja, weltweit handeln, ne, geht ja. Dies ist das, was von Google aufgekündigt worden ist, mit Verweis auf hier, ihr steht auf der schwarzen Liste unserer Regierung, wir dürfen nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Also jetzt nicht so irgendwie was, wenn Google Eier gehabt hätte, hätten sie gesagt, nö, wir machen das nicht, es ist Unsinn. Es wäre interessant gewesen, was Google gemacht hätte, eventuell, wenn sie wirklich sowas gesagt hätten und gesagt haben, ja, hier, Huawei, schließt doch mal einen Vertrag mit Google Deutschland über Play Services und so weiter. Wird auf jeden Fall funktionieren. Da gibt es dieses Gesetz nicht, der Nicht-Zusammenarbeit. Und das halte ich immer noch für eine Möglichkeit, die auf jeden Fall passieren könnte. Dass Huawei einfach sagt, okay, wir hatten zwar ursprünglich den Vertrag mit Google Amerika, aber jetzt machen wir den mit Google Europa oder sowas, den Vertrag. Da gibt es dieses Gesetz ja nicht. Klar, wird wahrscheinlich sehr, sehr gering sein, dass so etwas passiert, weil eben Google nicht die Eier dafür hat, sich mit dem amerikanischen Präsidenten anzulegen. Und ist klar, wozu das Ganze führt. Es führt einfach dazu, dass Google halt eben da in der Hinsicht wahrscheinlich nichts machen wird und Huawei mit den Armen rudern muss, um sich irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Aber es ist natürlich nicht der Untergang von erstens Android auf Huawei-Phones und zweitens auch nicht der Untergang von Huawei selber. Aus ganz einfachen Gründen. Zum einen, Huawei hat bereits schon ein auf Android, auf den Open Source Style von Android, also AOSP basierendes Betriebssystem, das sie in China vermarkten. Weil da gibt es halt kein Google. Google ist nicht erlaubt in China. Also müssen sie halt irgendwas selber zusammenfrickeln. Das haben sie gemacht. Das sieht im Grunde genommen, ich habe es gesehen, ich war in China, genauso aus wie das, was ich selber auf meinem Smartphone drauf habe, nur dass halt eben die ganzen Google-Sachen fehlen.
Mit anderen Worten, das wird wahrscheinlich der Ausweg Nummer 1 sein. Das ist einfach eine globale Version schaffen von dieser chinesischen Version. Das heißt, den ganzen China-Kram, den sie vielleicht drin haben, den schmeißen sie raus und machen dann halt einen alternativen Store rein. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie vielleicht mit Amazon kooperieren. Wobei jetzt Amazon auch wieder eine US-amerikanische Firma ist. Also, vielleicht nicht. Aber dann gibt es andere Alternativen. Es gibt den Aptoide Store beispielsweise, der ja auch befüllt werden kann mit eigenen Repositories. Da könnte Huawei sein eigenes Repository machen und dann seine Apps reinpacken. Vielleicht sogar spezielle Versionen, die dann auch ohne Google Play Services laufen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Huawei auf die Idee kommt, ein bisschen was mehr Open Source reinzustecken in diese EU-Version. Weil US-amerikanische Version werden sie wahrscheinlich von ihren Phones nicht mehr machen, weil warum? Wenn die da sowieso irgendwie blockiert werden. Machen sie nur eine europäische Version, denn dort lohnt es sich, weil dort verdienen sie ja richtig Geld mit, also hier in der EU. Also, was werden sie machen? Im Grunde genommen wahrscheinlich dann irgendwie vielleicht sogar Micro-G übernehmen, also das, was eine Open-Source-Variante von den Google Play Services darstellt, und versuchen, das irgendwie ins Laufen zu kriegen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Huawei da ein paar Millionen reinstecken könnte, um das Ganze lauffähig zu machen. Und viele kamen auf die Idee, ja, die werden jetzt von Android sich verabschieden, ein eigenes Betriebssystem kronen, weil sie ja nicht mehr an Android rankommen. Was für ein bescheuerter Blödsinn. Und das lief sogar in der ARD, eigentlich von einem, ja, Tech-Journalisten, den ich bisher respektiert habe, der so etwas gesagt hat, Jörg Schieb. Er ist aber komplett auf dem falschen Gleis, Kollege. Also da bist du, also Android, AOSP, und die haben sowas schon in China. Warum sollen sie Geld ausgeben, neues Betriebssystem zu coden? Vor allen Dingen jetzt erst anfangen damit. Sie haben natürlich schon ein Betriebssystem in der Hinterhand. Es gab ein Repository, was ich gesehen habe, was ganz klar ein Fork von Mare war. Mare, dem Nachfolger von Migo/Memo. Also Huawei hat auf jeden Fall was. Sie haben sogar zwei Möglichkeiten. Das eine ist AOSP, Open Source Android. Und das andere ist halt ein eigenes Betriebssystem. Was aber vornehmlich wahrscheinlich nur für IoT-Sachen bisher benutzt haben. Und auf Smartphones, naja, lässt sich wahrscheinlich auch auf Smartphones portieren. Aber es gibt also diese zwei realistischen Möglichkeiten. Und natürlich noch eine dritte Möglichkeit ist, dass sie sich irgendwie einigen mit Google oder mit den USA. Dass es da einen Mittelweg gibt, irgendwie das durchzufechten. Und mich würde mal interessieren, was würde Google Europa sagen, wenn Huawei versucht, einen Vertrag mit denen aufzusetzen? Würden die sagen, wir sind nicht dafür zuständig, ihr müsst euch mit den USA unterhalten? Oder würde Google Europa vielleicht sagen, ja, wir kriegen wir Geld mit, vielleicht machen wir ein bisschen eine Erhöhung, eine Preiserhöhung und dann machen wir mit. Wer weiß es. Kann also alles durchaus sein. Aber das Realistische ist jetzt momentan, Huawei wird weiterhin auch Updates liefern für ihre Systeme, auch Sicherheitsupdates liefern. Also das ist ja nicht so, dass das ein Hexenwerk ist, dass das Hersteller nicht hinkriegen würden, diese Updates ausliefern zu können für ihre Smartphones. Und es ist auch nicht so, dass Google jetzt auf einmal alles irgendwie direkt sperren kann, wozu sie erst einmal Rechte vergeben haben an eine Firma. Das geht also nicht so ganz so einfach, würde ich mal behaupten. Updates wird es also weiterhin geben, auch von der eMotion UI von Huawei. Da bin ich mir relativ sicher. Ich habe ja auch ein P30, das ich hier ausgepackt habe und tatsächlich benutzt habe und als Hauptgerät jetzt mittlerweile benutze. Ich gehe also davon sehr stark aus, dass das weiterhin mit Updates versorgt wird und dass Huawei da einen Weg finden wird. Also es ist unwahrscheinlich, dass es da irgendwie dazu führt, dass sie ein komplett neues Betriebssystem entwickeln oder sich also irgendwie komplett von Android verabschieden werden oder dass Android jetzt auf den Geräten obsolet wird. Wird nicht kommen. Wird nicht kommen. Bin ich mir relativ sicher. Man kann ja von Huawei halten, was man will. Aber diese ganze Behandlung, wie das jetzt in den letzten Monaten gelaufen ist, ich hatte das ja auch im TechView-Podcast mal angesprochen, ist alles so ein bisschen. Also klar, man kann von Huawei halten, was man will. Sie machen wohl im Auftrag des chinesischen Staates produzieren sie halt Überwachungssoftware zur Unterdrückung von Leuten wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit in China. Sagen wir mal so.
Das kann man für verwerflich halten und die ganze Firma dafür verklagen. Aber in den USA sieht es ja auch nicht anders aus. Macht es das Ganze besser? Nicht wirklich. Aber diese Google-Geschichte zeigt das Grundproblem von Android heutzutage. Das, und da wird sicherlich die, werden sich die Android-Gründer, die Android damals gegründet haben, mir zustimmen, als sie Android gegründet haben, als auf die kamen, okay, nein, nicht als sie Android gegründet haben, also auf, später als auf die Idee kam, wir machen Android Open Source, war der Grundgedanke, wir machen das Open Source, damit es alle benutzen können und damit niemand die Kontrolle darüber hat und es irgendwie zensieren kann. Dann kam aber Google und meinte, ja, wir müssen damit aber auch irgendwie Geld verdienen. Sie waren so erfolgreich mit diesem Open Source Gedanken, dass sie irgendwann mal Geld verdienen mussten. Und dann kamen die Play Services ins Spiel. Als erstmal als Ausrede, als Feature, ja, wir wollen das alles sicherer machen und hier Updates und Vertrauen und so weiter und so fort. In Wirklichkeit war das deren Geschäftsmodell. Ihr müsst eine Lizenz kaufen für den Play Store, für die Play Services und wir machen alle Apps abhängig von diesen Play Services und lassen den Open Source Kram, den es so gibt, oh, den haben wir mal gecodet oder den haben wir mal coden lassen. Kümmern wir uns nicht mehr drum. Und so sehen auch die Apps aus, die Open Source Apps, die man bei AOSP findet. Und stattdessen hat Google Geld und Zeit investiert in die Play Services und Programme, die diese Play Services brauchen. Und sogar mittlerweile die ganzen großen Hersteller von Apps dazu überredet, auf Play Services zu setzen. Eine ganze Infrastruktur aufgebaut für Messaging und Push-Benachrichtigungen. Hätte man alles Open Source machen können? Nein, das machen wir in den Play Services, denn alle, die das dann benutzen wollen, weil es so geil und innovativ ist, diese Technologie, die müssen dann auf Play Services setzen, die müssen unsere Lizenz haben. Das heißt, auch die ganzen asiatischen Anbieter, die in Europa was verkaufen wollen, die müssen die Lizenz haben. Und das war Googles Geschäftsmodell. Und jetzt geht der Schiss ist auch sehr gut, der Schiss nach hinten los. Denn wir merken gerade, wir werden so ein bisschen beschissen. Weil, wenn wir dieses proprietären Kram haben, sind wir, obwohl Android ein Open-Source-Betriebssystem ist, komplett in den Fängen von Google. Und Google ist komplett in den Fängen von dem Staat oder dem Land, in dem sie halt eben operativ gerade tätig sind. Oder dem Heimatland, wo sie gerade halt eben ihren Hauptsitz haben. Und dann jeweils abhängig von der jeweiligen Regierung. Und wenn man da so einen Flitzepiepen im Weißen Haus rumsitzen hat, der am liebsten jeden Tag da irgendwie auf dem Klo rumtweetet, er möchte gerade hier ein neues Land, was er, wo er nicht mal weiß, wo es auf der Karte zu finden ist, ausradieren, dann hat man halt eben das Problem, dass dann das Ganze politisch missbraucht werden kann für solche Zwecke, wie es jetzt Trump gemacht hat. Und das zeigt das große Problem von Google Play Services, wo ich alle Anbieter nur darum bitten kann, und gerade hier vielleicht in Europa, versucht doch mal, euch mit anderen zusammenzusetzen und ein Android-Gerät ohne Google Services rauszugeben. Versucht doch mal, was zu machen, auf die Beine zu stellen, das auch anders funktioniert und geht. Es gibt viele kleine Firmen, die das versuchen, aber keine große Zusammenarbeit und kein großer Erfolg bisher. Und all diese kleinen Firmen, die das jetzt versucht haben, ihr solltet euch schleunigst darum bemühen, eventuell dann mal mit Kontakt aufzunehmen mit Huawei und ähnlichen Konzernen in China zum Beispiel. Weil die haben genug Programmierer, die haben genug Kohle, um vielleicht so eine Infrastruktur in Europa aufzubauen, die jenseits von den ganzen Google-Diensten fungieren kann. Es kann funktionieren, wenn man halt eben das Vertrauen der Nutzer gewinnen kann und eben das Gleiche in Sachen Komfort auch bieten kann. Das geht nicht von jetzt auf gleich, aber man kann schon ziemlich nah dran kommen mit den teilweise sogar auch Open-Source-Tools, die es aktuell gibt. Man muss halt nur ein Paket schnüren, eine Distribution schaffen von Android, die halt eben eine möglichst gleichwertige Komfortabilität für einen Europäer bieten, wie halt eben für einen Amerikaner mit den ganzen Google Play-Diensten.
Das so meine 15 Minuten Appell und zur Huawei-Geschichte. Mich würde interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Einfach unten im Kommentarbereich reinposten. Aber das ist nicht der einzige Blödsinn, weshalb ich hier heute so einen kleinen Vlog mache mit meiner Tasse hier. Sondern es gibt natürlich noch mehr Blödsinn, den ich heute gelesen habe. Ein Interview, eigentlich aus letzter Woche schon, mit Wolfgang Schäuble, unserem Bundestagspräsidenten. Der auf die tolle Idee kam, er möchte in Zukunft die Anonymität im Internet abschaffen. Wenn Leute was posten, sollen sie das mit ihrem Namen machen. Das sogenannte digitale Vermummungsverbot, das halte ich jetzt schon für das Unwort des Jahres, weil es im Grunde genommen nichts anderes sagt als, alle diejenigen, die versuchen, anonym im Internet was zu posten, sind da, die vermummen sich, das ist so ganz böse. Die gehören da so schon mal, Halbkriminelle. Und das ist, glaube ich, sehr falsch. Wenn man nämlich seine Grundrechte in Anspruch nimmt, dann kann man nicht halbkriminell sein und sollte auch nicht so dahingestellt werden, indem man halt so einen Begriff verwendet wie das digitale Vermummungsverbot. Und ich finde es schon, also wirklich schon eine Ironie der Geschichte, dass jemand, der sich einfach nicht erinnern kann, wer die Spender waren, auf die Idee kommt, jetzt die Anonymität im Internet abschaffen zu wollen. Also schon ein sehr starkes Stück. Und das mit einer Begründung, die eigentlich, das kann nur von der CDU oder CSU-Ecke kommen. Weil selbst die SPD ist sich nicht zu blöde, so etwas so zu begründen. Die würden da Wahlkampf gegen machen, im Endeffekt dann trotzdem dafür stimmen, also sind da nicht viel besser als die CDU. Aber die würden nicht so blöde daherreden wie die CDU oder CSU. Und das macht der Schäuble in dem Fall, indem er sagt, die Verrohung im Internet, wie Leute miteinander kommunizieren, ist so gewaltig daneben, dass das nur mit eben diesem digitalen Vermummungsverbot geregelt werden kann. Also wenn jeder seinen Otto drunter setzen kann, seinen Namen, seine Anschrift, seine Adresse, dann werden die Leute auch zivilisierter miteinander reden. Was für ein Unsinn. Zum einen gibt es so ein Verbot der Anonymität im Internet oder der anonymitäten Äußerung, Meinungsäußerung im Internet in einigen Ländern schon. Und was hat das gezeigt? Ja, diese ganzen Idioten, die vorher ihren Senf abgelassen haben, ihre skurrilen Ideen oder ihr Feuerwerk von Idiotie und Hassparolen, die haben halt einfach weitergemacht und jetzt steht halt einfach nur ihr Name dran. Und man kann vielleicht noch die Adresse rausfinden. Das ist im Grunde genommen alles. Also Idioten bleiben Idioten. Und wenn es schon Idioten sind, ob sie es jetzt anonym sagen oder ob ihren Namen drunter setzen, das ist denen doch egal. Es sind Idioten. Das muss man ganz einfach sehen. Und man kann eben die Verrohung der Gesellschaft und auch im Internet, die teilweise ja Unhöflichkeit des Menschen im Allgemeinen, wenn er einfach Text eintippen kann auf der Tastatur und den Gegenüber nicht sehen kann oder eben nicht direkt etwas einem direkt ins Gesicht sagt, das kann man nicht aufhalten. Das geht nicht, dass das aufgehalten wird dadurch, dass man seinen Namen drunter setzt. Das funktioniert so nicht. Also das geht einfach so nicht. Und das Einzige, was man damit vielleicht erreichen kann, ist, dass die Strafverfolgung etwas einfacher wird, wenn wirklich Leute den ganzen blöden Senf, den sie da ablästern oder den Hass, den sie abgeben, dann noch mit ihrem Namen versehen, dann ist es einfacher, die aufzufinden. Aber wir kennen das auch schon von früher, wo Hasskommentare gepostet worden sind auf den verschiedenen sozialen bzw. asozialen Netzwerken, wie man ja auch landläufig so sagt. Und da haben Leute teilweise eben mit ihrem Klarnamen unterschrieben und dann als dann die Politikerin, die da zum Beispiel angeschwärzt worden ist, einfach mal klingeln gegangen ist und mit dem Kollegen da reden wollte, der sie da übelst im Internet beschimpft hat, dann stellte sich raus, so eine ganz normale Person und hat sich entschuldigt, das hat er eigentlich nicht so gemeint und so weiter und so fort. Also das Problem ist halt eben nicht dadurch zu lösen, dass man die Anonymisierung, die anonyme Meinungsäußerung im Internet abschaffen kann oder abschaffen sollte. Es gibt dazu natürlich eine Vielzahl von Beispielen, die ich noch anbringen kann, weshalb das überhaupt keinen Sinn macht und die Begründungen ergeben einfach auch keinen Sinn.
Im ersten Augenblick könnte man sagen, ja, okay, es ist eine Hemmschwelle, wenn Leute ihren Namen drunter schreiben, überlegen sie vielleicht zweimal, ob sie irgendwas posten. Nein, das machen sie leider nicht. Das ist der Gutglaube in die Menschheit und dass die Leute im Internet alle irgendwie so ein bisschen was Hirnschmalz haben. Aber das haben sie leider zum Großteil nicht. Beleidige ich jetzt alle meine Zuschauer? Ja. Eventuell. Ein bisschen was. Aber es ist halt nun mal die Realität, dass die meisten Leute, ohne groß nachzudenken, einfach was ins Internet reinposten. Und ob jetzt ihr Name drunter steht oder nicht, ist denen scheißegal. Wenn sie wütend sind und auf der Tastatur rumhacken, dann lassen sie den Dampf dort raus. Und irgendwo müssen sie den Dampf rauslassen. Ich hab's lieber, dass sie das auf der Tastatur machen und rumhacken und ihren Dampf dort rauslassen und vielleicht da auch mal grobe Sprüche klopfen und vielleicht sogar auch Hass verbreiten, solange sie halt in der Realität weiterhin der Gutbürger, Mensch, Familienvater, was auch immer, sind, die da überhaupt irgendwie keine Aggressionen zeigen oder sich irgendwie aggressiv gegenüber Leuten in der Realität verhalten. Wobei natürlich das Internet auch teilweise Realität ist, das darf man natürlich, also teilweise, ein Großteil davon ist natürlich auch Realität, es stecken ja reale Menschen dahinter. Aber ich hab so das Gefühl, es wird so eine Art Parallelgesellschaft dort aufgemacht. Und die Parallelgesellschaft, die dort aufgemacht wird, hat zum Großteil, ist das eben nicht der hochintelligente Kram, der da besprochen wird. Es ist nicht der hochtechnische Kram, der da besprochen wird. Das gibt es auch, aber die Mehrzahl der Leute, die dort einfach sind, die entleeren ihre Sprechblasen und ihre geistigen Dünnschiss einfach ins Internet. Das ist halt wie so ein großes Stammtischgelaber und Palaber, was da teilweise stattfindet, weil die Leute halt eben, was einfach ist, dort einfach was reinzuschreiben und anonym ist man vielleicht nicht immer und das wissen die Leute auch, selbst wenn man unter einem Pseudonym da irgendwas reinschreibt, dann wird die IP-Adresse mitgelockt vom Forumbetreiber oder wer auch immer und das kann dann im Nachhinein auch irgendwie rausgefunden werden, also das ist auch keinerlei Argument für eben auch eine Strafverfolgung, die vielleicht ein bisschen was schwieriger ist, wenn man da die IP-Adresse rausfinden muss von denjenigen und einen Forenbetreiber dazu verpflichten muss, dann die IP-Adresse rauszurücken. Aber trotzdem, es ist halt eine Parallelgesellschaft und es ist halt eben nicht der Zenit unseres intellektuellen Menschheits schaffen, sondern es ist teilweise die Kloake, die man dort findet. Aber man darf natürlich, weil es so viel Kloake im Internet gibt, nicht davon absehen, dass man sagt, okay, stellen wir noch ein Schild hin, Achtung Kloake. Und lassen jeden registrieren, dass er weiß, dass das eine Kloake ist. Naja. Was ihr von der ganzen Geschichte haltet, könnt ihr mir natürlich auch unten reinposten im Kommentarbereich. Ansonsten, falls ihr solche Videos mögt, das ist jetzt drittes, viertes Video oder sowas, was ich hier rausposaune, fast eine halbe Stunde lang quatsche ich einfach nur. Mein Tee. Fast ausgetrunken und meinen Senf abgegeben zu diesem skurrilen Tag und Start in die Woche, wo ich einfach gedacht habe, was zum Geier, der 1. April? Nein, wir haben den 20. Mai. Eieiei. Ei, ei. Fällt mir auch nicht mehr zu ein, was man dazu sagen kann. Hoffentlich wird die Woche nicht schlimmer.